Für die Linksfraktion hat der Kollege Schrader das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme mir ein bisschen vor wie bei täglich grüßt das Murmeltier, wenn ich hier so stehe, weil wir vor einem Jahr auch schon mal die Aktuelle Stunde hatten, genau an dieser Stelle, zum guten Verlauf des 1. Mai. Ja, und deswegen kann ich hier auch wieder sagen, Berlin hat einen weitgehend friedlichen 1. Mai erlebt, sind wir uns alle einig. Und die beste Nachricht daran ist, wir können wieder mehr über Politik reden, über das, wofür der 1. Mai steht, nämlich über die vielen Forderungen zum Tag der Arbeit, für die die vielen Menschen auf die Straße gehen, nämlich gute Arbeit, Kampf gegen Armut und soziale Spaltung in diesem Land. Da sind wir uns einig und das ist eine gute Sache. Die Koalition hat ja schon mal gezeigt, wo ihre Priorität beim Thema gute Arbeit liegt, nämlich bei kräftigen Gehaltserhöhungen für die eigene Führungsriege. Und dass sie hier nach einem Winter, nachdem viele Menschen nicht mal wissen, wie sie ihre nächste Stromrechnung bezahlen können oder ihre nächste Miete bezahlen können, wo die Schlangen bei der Tafel immer länger werden, dass sie hier quasi als erste Amtshandlung erstmal den eigenen Büroleitungen Gehälter verschaffen, von denen andere nur träumen, dass sie neue Stellen in den Führungsetagen schaffen, das ist wirklich an Schamlosigkeit nicht zu überbieten. Und wenn er ein paar Tage nach dem Tag der Arbeit eine große Gewerkschaft, eine Pressemitteilung rausgibt mit dem schönen Titel "Der Berliner Haushalt ist kein Selbstbedienungsladen, Herr Wegner", dann sollte die Koalition sich noch mal gründlich überlegen, ob es angemessen ist, sich hier im Zusammenhang mit dem Tag der Arbeit so abzufeiern. Wir ringen doch seit Jahren darum, die Gehälter im öffentlichen Dienst in Berlin konkurrenzfähig zu machen, aufzubessern. Und Sie machen es, ja, Herr Wegner, aber nur für Ihre eigenen Parteischäfchen. Da fangen Sie erst mal ganz oben an. Und Herr Wegner und auch Herr Dregger, Sie reden ja immer von Respekt gegenüber der Polizei und von Wertschätzung. Wie erklären Sie das denn dem Streifenpolizisten auf der Straße mit Besoldungsstufe A7 oder A8? Ist das der Respekt, den Sie denen entgegenbringen? Das ist doch sowas von bigott und das merken die Beschäftigten im öffentlichen Dienst auch. Was hören wir denn noch für Signale zum Thema soziale Spaltung in dieser Stadt? Der Bausenator kündigt erstmal an, dass die Mieten in den landeseigenen Wohnungen wieder steigen werden. Grundstücke sollen wieder an Private veräußert werden. Da reiben sich einige in der Immobilienbranche schon die Hände und gründen Genossenschaften, damit sie auch ein Stück vom Kuchen abbekommen. Und bei diesen Signalen muss ich sagen, da darf man auch berechtigte Zweifel haben, wenn die Arbeitssenatoren die alte linke Forderung wieder aufnimmt von der 4-Tage-Woche. Und da darf man Zweifel haben, ob das mehr ist als eine wohlfeile Presseerklärung. Und so begrüßenswert die Forderung ist, ja, haben wir immer unterstützt, aber ob dem auch Taten folgen, daran werden die vielen Menschen, die für gute Arbeit auf die Straße gegangen sind, diesen Senat messen, meine Damen und Herren. Und ich finde es schon auch ziemlich skurril, jetzt kommen wir mal zu den Geschehnissen am 1. Mai, wie Sie sich hier als Koalition selbst für die Friedlichkeit des 1. Mai loben, als hätte das irgendwas mit dem Regierungswechsel zu tun. Ja. Es hat in aller Linie etwas zu tun mit den vielen Menschen, die zum Tag der Arbeit friedlich auf die Straße gegangen sind. Denen ist zu danken. Und auch die Einsatztaktik der Polizei hat sich in diesem Jahr nicht wesentlich unterschieden von den letzten Jahren. Das ist im Großen und Ganzen die Deeskalationsstrategie, die wir schon lange haben und die wir übrigens gegen die CDU und gegen Leute wie Sie, Herr Dregger, erkämpft haben. Insofern ist es insgesamt gut gelaufen. Aber ich will hier auch klar darüber sprechen, was nicht gut gelaufen ist. Erster Punkt, die 18-Uhr-Demo. Man kann inhaltlich von der halten, was man will. Und auch die Kritik an antisemitischen Ausrufen ist berechtigt. Aber eines war sie in diesem Jahr, nämlich gewaltlos. Und trotzdem wurde sie von Anfang an abgefilmt und teilweise im Spalier begleitet, ohne erkennbaren Grund, von Anfang an. Und da muss ich ganz klar sagen, die Aufgabe nach der Polizei, nach unserer Verfassung, ist es in allererster Linie, Versammlungen zu schützen, deren Durchführung zu gewährleisten und nicht sie zu filmen, zu gängeln oder zu kriminalisieren. Zweiter Punkt. Ich habe nach dem Ende der 18-Uhr-Demo das Geschehen am Kotti beobachtet. Da war ich da. Und die Abwege für die vielen Menschen wurden von der Polizei größtenteils versperrt. Und trotzdem hat man sie aufgefordert, umgehend den Platz zu verlassen. Das war für viele nicht möglich. Das wurde richtig eng. Manche wurden sogar panisch.
Und dann rennt die Polizei mit einzelnen Trupps durch die Menge und schubst die Leute noch rum. Das war komplett kontraproduktiv. Das war eine gefährliche Situation, die die Polizei da mit herbeigeführt hat. Das darf so nicht vorkommen, Frau Innensenatorin. Da fordere ich Sie auf, das nachzuarbeiten. Und da finde ich schon spannend, dass Sie das hier als taktische Meisterleistung bezeichnet haben, Herr Dräger. Auch von Herrn Wegner habe ich es im Radio gehört. Da dachte ich schon, ich spinne. Also entweder haben Sie von Polizeitaktik keine Ahnung oder Sie fanden das auch noch gut, was da passiert ist. Dritter Punkt. Polizeikräfte ist schon genannt worden. Polizeikräfte marschieren spätabends wie eine Gang durch die Oranienstraße und versuchen feiernde Menschen mit unverhältnismäßiger Gewalt von der Straße zu räumen. Da haben viele von uns diese Videos gesehen, die da kursiert sind. Und auch hier, Frau Innensenatorin, auch wenn das auswärtige Kräfte waren, ich begrüße, dass Sie das untersuchen wollen, aber das war auch Amtshilfe für das Land Berlin, also sind Sie da auch in der Verantwortung, Frau Innensenatorin. Geht gar nicht. Also Sie sehen, ob in der Regierung oder in der Opposition, ich habe in den letzten Jahren das ähnlich gemacht, das auch offen angesprochen, wir werden immer wieder einfordern, dass die Polizei deeskalativ vorgeht, rechtsstaatlich und verhältnismäßig, nicht mehr und nicht weniger. Und eins kann man wirklich aus den letzten Jahren feststellen. Jedes Jahr, wenn man das beobachtet, die Debatte vorher, da wird im Vorfeld schon fast ritualhaft heraufbeschworen, dass es in diesem Jahr so richtig knallt, ja, dass es so richtig Konfliktstoff gibt. Aber in der Realität ist die Zeit der Straßenschlachten vorbei. Und ich habe es im letzten Jahr gesagt und sage es auch dieses Jahr nochmal. Lassen Sie uns hinterfragen, ob jedes Jahr 6.000, 7.000 Polizeikräfte noch zeitgemäß sind. Ich finde, wir sind an dem Punkt, wo man das schrittweise zurückfahren muss. Und das ist auch im Sinne der Polizei. Ja, gute Arbeit für Polizeikräfte heißt auch, sie von nicht nötigen Aufgaben zu entlasten. Die haben einen harten Job und die haben genug zu tun in dieser Stadt. Die haben zu viele Überstunden. Also weniger Polizei am 1. Mai, das wäre die richtige Konsequenz aus den letzten beiden Jahren. Wenn man sich aber das innenpolitische Programm der Koalition so anguckt, ja, Herr Dräger ist ja auch darauf eingegangen, da muss ich sagen, gewinnt man nicht unbedingt den Eindruck, als wäre weniger Polizei oder weniger Repression jemals eine Option für Sie. Da stehen ja Dinge drin im Koalitionsvertrag wie 5 Tage Unterbindungsgewahrsam, Videoüberwachung, Staatstrojaner, flächendeckend Taser, finaler Todesschuss. Das sind nur einige Beispiele. Ne? Und die Innensenatorin redet auf Konferenzen schon davon, dass man den Unterbindungsgewahrsam jetzt zur Abschreckung gegen Klimakleber einsetzen möchte. Ein gefahrenabwehrrechtliches Instrument. Da bringen Sie grundsätzliche Prinzipien des Rechtsstaats durcheinander. Und ich bin schockiert, Sie sind Innensenatorin. Das geht nicht. Und man sieht bei diesem Programm, was dabei herauskommt, wenn in einer Regierung das bürgerrechtliche Korrektiv fehlt. Ja? Ich sehe da kein Gleichgewicht, Herr Matz, zwischen Grundrechten und Repression. Ja? Da steht nichts zum Thema Stärkung der Grundrechte in dieser Stadt in Ihrem Koalitionsvertrag. Nichts. Üblich bleibt die Repression, aber gesellschaftliche Konflikte, die löst man nicht mit Polizei und Repression. Nicht am 1. Mai und auch nicht am Rest des Jahres. Also, Sie wollten hier, glaube ich, in der aktuellen Stunde für die Koalition mein angenehmes Thema aufrufen. Ist auch irgendwie verständlich. Die letzte Sitzung war, glaube ich, ziemlich anstrengend für Sie. Für uns auch übrigens. Aber man kann es am 1. Mai das Thema gut verdeutlichen. Politik der guten Arbeit, nur für sich selbst. Die Mietenpolitik, nur für Besserverdienende. Innenpolitik auf Repressionskurs. Misstrauen in den eigenen Reihen. Ich glaube, dieser Start für diese Koalition war richtig mies. Das kann man hier nicht in Abrede stellen. Ich bin mir ganz sicher, die nächsten 3 Jahre, das werden sich die Berliner so nicht gefallen lassen. Danke.